Es sind nur wenige hundert Überlebende der Konzentrations- und Vernichtungslager, die nach der Befreiung durch die US-Armee nach Frankfurt zurückkehren. Das jüdische Leben in der Stadt zerstört. Nach und nach wird es aufgebaut und wieder eine jüdische Gemeinde gegründet. Heute hat sie mehr als 6000 Mitglieder nach 75 Jahren. Das wird gefeiert beim offiziellen Festakt im Sendesaal des Hessischen Rundfunks, begleitet vom HR-Symphonieorchester zusammen mit Kantor Yitzhak Meir Helfgott. Dass die jüdische Gemeinde in Frankfurt heute wieder so groß ist, für Marc Grünbaum, Kulturdezernent der Gemeinde, nicht selbstverständlich. Grundsätzlich muss man sagen, dass überhaupt die Vision im Jahre 1948-49 die Vision zu haben, eine jüdische Gemeinde wieder zu begründen, nach dem, was geschehen war, mit den Überlebenden und denjenigen, die genau wussten, was passiert ist in Deutschland. Das war eine Vision, von der ich glaube, dass es viel Mut bedurfte. Mittlerweile ist die jüdische Gemeinde fester Bestandteil in Frankfurt. Unter anderem mit einem Familienzentrum oder einem der größten Sportvereine der Stadt, TuS Maccabi. Hier kicken zum Beispiel jüdische und nichtjüdische Kinder und Jugendliche zusammen. Alles, um ein besseres Miteinander zu fördern. Außerdem soll nach Jahren der Planung noch in diesem Jahr die jüdische Akademie fertiggestellt werden. Hier sollen Seminare und Konferenzen stattfinden, ein Haus für den Austausch über die Grenzen der Religionen hinweg. Auch Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef ist stolz darauf, wie sich die jüdische Gemeinde über Jahrzehnte entwickelt hat. Bildung, Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, sie bereichert unsere Stadt. Und es ist großartig, dass heute jüdisches Leben selbstverständlich ist in unserer Stadt. Ich möchte aber auch ergänzen, sicheres jüdisches Leben ist auch weiterhin nicht selbstverständlich. Und das müssen wir schützen. Auch heute noch müssen jüdische Einrichtungen wie hier die Synagoge im Frankfurter Westend genauso wie das Gemeindezentrum von der Polizei geschützt werden. Und das wird sich vorerst wohl auch nicht ändern. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht den wachsenden Antisemitismus im Land kritisch. Es darf kein Verschieben nach rechts geben. Ich sehe aber im Moment, dass einige bemüht sind, die Grenzen nach rechts zu verschieben. Das darf es niemals geben in der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind dafür verantwortlich, dass systematisch so viele Menschen ermordet wurden in der Nazizeit. Da müssen wir daran arbeiten, dass heute Jüdinnen und Juden in Deutschland sicher leben können. Dennoch, die jüdische Gemeinde in Frankfurt fühlt sich wohl, sieht sich heute wieder als Teil der Stadt. Seit 75 Jahren. Und das ist ein Grund zum Feiern.